Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, wie ihr seht, sitze ich wieder draußen und ich habe heute was Scharfes für euch. Ja, denn endlich geht es wieder um Messer. Ja, ich hatte ja die letzte Zeit ein paar andere Sachen vorgestellt und dann natürlich auch meine Armbrustschätzchen. Und jetzt habe ich von Obey ein tolles Outdoor-Küchenmesser-Set bekommen, was wir ja so auf meinem Kanal auch noch nicht hatten. Daher bin ich heute auch gespannt, wie scharf die überhaupt sind und was ihr dazu sagt. Und wenn ihr jetzt auch Bock darauf habt und wissen wollt, wie die aussehen, dann bleibt dran. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's! Ja, heute geht es jetzt mal um ein Outdoor-Küchenmesser-Set und ich glaube, das ist sehr, sehr schön geeignet für so manchen Bushcrafter und auch für diejenigen, die etwas länger draußen unterwegs sind, das lieben, Outdoor zu kochen und so. Und wir haben hier wirklich zwei Messer, die wunderbar dafür geeignet sind. Optisch sind die auch sehr, sehr cool. Ich werde die natürlich in meiner Küche nutzen. Wer weiß, ob sie außerhalb dann auch hier und da mal zum Einsatz kommen. Aber ich finde sowas auch sehr cool und vor allem spannend, denn ja, die Messer kommen nicht alleine, da ist noch was mit bei. Daher sind die umso perfekter für die Outdoor-Szene geeignet. Und ich zeige euch jetzt als erstes die Verpackung. Tada! Das hier ist die Verpackung, meine Lieben. Da seht ihr schon, Ormec Monsoon Series Outdoor Kitchen Knife Set. Ja, und das gibt es jetzt bei Obey übrigens zu einem Spitzenpreis. Ich werde euch den Link unten in die Infobox packen. Und die haben ja gerade so eine Sale-Aktion und das finde ich immer mega cool. Dann könnt ihr auch noch was sparen. Und ihr dürft natürlich auch meinen Rabattcode nicht vergessen. Denn mit dem Code DIVI10 erhaltet ihr ja im Obey-Shop, bitte nicht verwechseln mit Olight, 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also da könnt ihr den Code gerne nutzen, wenn ihr da mal ein bisschen stöbert oder vielleicht auch ein Zeltchen, was weiß ich, euch zulegen möchtet, dann habt ihr auf jeden Fall immer ein bisschen gespart. Ja, und dieses Set habe ich jetzt zugeschickt bekommen und hier stehen natürlich schon die wichtigsten Daten drauf, denn dieses Küchenmesser-Set soll übelst scharf sein. Davon überzeugen wir uns gleich aber selbst mit dem Papierschneidetest. Hier steht auch schon drauf, dass wir 1.4116 Stahl haben und die Griffschalen aus G10 bestehen. Und ja, so sieht das Kartönchen aus, von hinten dann so. Hier sind jetzt keine Infos mehr drauf, aber muss ja auch nicht. Und wir packen das Ganze jetzt aus. Ja, meine Lieben, für die, die wieder diese Bedienungsanleitungen lesen, lieben. Ja, ihr kommt auf eure Kosten. Ich weiß ja, dass das ganz viele von euch mögen. Ich finde das auch ganz süß. Und ja, hier steht dann auch nochmal alles Wichtige drin. Größe, Klingenstärke, Länge und so weiter. Und natürlich hier auch nochmal die Angaben, was den Stahl anbetrifft und natürlich auch den Lieferumfang. Werdet ihr aber natürlich gleich sehen. So, jetzt nehme ich einmal hier den Schaumstoff runter. Das ist nämlich sehr schön gesichert. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das aussieht. Dann muss ich gar nichts mehr groß sagen. Tada! Schaut euch mal dieses hübsche Set an. Und da seht ihr jetzt auf den ersten Blick, wir haben eine Lederscheide mit dabei. Wie cool ist das denn? Deswegen habe ich auch eben gesagt, ist das wunderbar geeignet für euch Outdoor-Freunde, die außerhalb halt gerne kochen. Jetzt nehme ich das einmal hier raus und das ist wirklich wunderschön hier gemacht. Und eine ganz, ganz tolle Verpackung. Auch als Geschenk finde ich sowas immer super. Ja, so sieht das aus. Yay! Schwarze Lederscheide und ihr seht ja schon einen olivschwarzen G10-Griff bei beiden Messerschätzchen. Und das erinnert mich jetzt so an das Fortitude. Das hatte ich euch ja auch schon vorgestellt von Obey, beziehungsweise ist ja ein O-Knife. Kann ich euch zum Ende hin auch nochmal verlinken. Also das ist ein so, so geiles Knife, dieses Messerschätzchen. Ich liebe es. Ich liebe es einfach.
einfach. Ja, und so sieht das aus. Da habt ihr hier eine Schlaufe, wo ihr das dann am Gürtel befestigen könnt. Hier muss ich allerdings sagen, die ist gar nicht allzu groß. Seht ihr das? Ja. Ansonsten kann man sich auch irgendwas basteln mit einem Karabinerhaken, hätte ich jetzt vielleicht sogar gesagt, mit einem großen. Oder ja, weil das ist kein Druckknopf, den ihr hier aufmachen könnt. Das sage ich jetzt schon mal direkt zu Anfang. Da müsst ihr irgendwie gucken. Oder einen ganz schmalen Gürtel, weil ich denke jetzt so, vielleicht 3 cm, 4, aber dann wird es schon eng. Das seht ihr hier auch. Aber wie gesagt, mit einem Karabiner oder irgendwie mit Paracord, guckt da einfach, falls ihr euch das kaufen möchtet. Das schon mal direkt zur Info. So, und dann nehme ich jetzt mal das erste kleine Schätzchen raus. So, einmal den Druckknopf öffnen und... Wow, schaut euch das mal bitte an. Das ist das erste Küchenmesser von Ormaque hier aus dieser Monsoon Series. Ja, und was sagt ihr? Das ist schon übelst scharf. Also es macht so den Eindruck und vor allem spitz. Ja, und hier sieht mega cool aus, auch sehr böse, wie ich finde. Und wenn man das so in der Hand hält, das wird bestimmt ganz, ganz toll sein, wenn man damit viel schneidet. Ich werde das natürlich in der Küche auch noch ausprobieren, ein paar Sachen damit schnibbeln, zum Kartoffeln schälen. Natürlich nicht, aber sonst, wenn man sich einen Salat macht, ist doch super schön, oder? Was sagt ihr dazu? Hier auch gleich schon direkt zu Anfang, ihr habt hier eine Fangriemenöse, könnt ihr auch noch ein Lanyard befestigen oder anderweitig irgendwas. Und ja, von der Farbgebung her, was sagt ihr? Cool oder cool? Also ich finde es sehr cool. Das hier ist auf jeden Fall das erste. Das ist das sogenannte Allzweckmesser von den beiden, was man natürlich, denke ich mal, am meisten so nutzen wird. So. Das wieder hier rein und dann haben wir das. Wow! Das Hackbeil oder Hackebeil, wie auch immer ihr das nennen mögt. Vom Gewicht her muss ich sagen, sind die natürlich sehr leicht. Das haben Küchenmesser ja im Allgemeinen so an sich. Aber das ist schon fett, oder? Ja, damit könnt ihr dann natürlich richtig loslegen, Fleisch hacken, Möhren hacken, alles was irgendwie so, ja, mehr Kraft benötigt. Und hier oben haben wir sogar leichtes Jimping, also gleich direkt zu Anfang werdet ihr jetzt schon voll gepumpt mit Infos. Aber schön, sehr schön, das fühlt sich gut an, meine Lieben, muss ich echt sagen. Und ich glaube, das macht auch richtig Spaß so, wenn man hier so Möhren mit hackt. Schön. Und wir haben natürlich bei beiden Messern einen Flachschliff und boah, wunderschön. Zu den Infos kommen wir natürlich gleich und ich würde sagen, ach, wir fangen schon direkt damit an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zu den Details über, damit ihr wisst, aus welchen Materialien ist das überhaupt gefertigt, was ist das Besondere daran, wie schwer sind die, bezüglich auch, was die Klingenlänge anbetrifft, wie lang und. Das werdet ihr jetzt sehen in einer anderen Kameraperspektive und ich sage bis gleich. Und jetzt schauen wir uns die Messer mal im Detail an. Ihr wollt natürlich wissen, aus welchem Material die gemacht sind, wie groß und wie schwer die sind. Aber wir fangen jetzt zuerst an mit den Materialien. Also, bei diesen Messern wurde ein 1.4116 Klingenstahl verwendet. Wir haben hier einen durchgehenden Erl und diese Messer haben zusätzlich noch eine mattschwarze Titanbeschichtung. Die Griffschalen bestehen aus G10, haben eine wunderschöne Struktur und sind hier natürlich beidseitig zweifach geschraubt. Und was bei Küchenmessern natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist der Schärfegrad. Bei dem Allzweckmesser haben wir hier 15 Grad pro Seite und bei dem Hackmesser haben wir 13 Grad pro Seite. Dazu haben wir hier natürlich, wie unschwer zu erkennen ist, jeweils einen Flachschliff und wir haben eine 55er Rockwellhärte. Das Gewicht von dem Hackmesser
Ball beträgt ca. 222 Gramm und von dem Allzweckmesser ca. 108 Gramm. Weiter geht's jetzt mit den Maßen. Das Hackmesser hat eine Gesamtlänge von 28 cm, eine Klingenlänge von ca. 16 cm und wir haben hier eine Klingenstärke von 2,2 mm. Für diejenigen, die das vielleicht auch interessiert, wir haben hier eine Klingenbreite von ca. 6,3 cm. Das Allzweckmesser hat eine Gesamtlänge von 22,8 cm. Wir haben hier eine Klingenlänge von ca. 13,2 cm und eine Klingenstärke von 2 mm. Hier auch für die, die es interessiert, die Klingenbreite beträgt ca. 3 cm. Und jetzt möchte ich euch natürlich noch diese kleinen Dinge zeigen, auf die es bei den Messern ankommt. Ihr habt ja jetzt die Maße gehört, das Gewicht und so, das liegt wirklich super in der Hand. Das Hackbeil wie auch das Allzweckmesser, vom Gewicht ist das wirklich top. Und ich finde, so dieses Set alleine schon in der Küche sieht einfach super aus. Oder was meint ihr? Also ich finde es wirklich toll, gerade auch so diese Farbgebung. Als Outdoor-Messer haben die das super gewählt. Die Klingen hier sind auch fast vollständig clean, bis auf dieses Ormake und auf der anderen Seite Monsoon. Ganz wichtig, die Messer sind NSF-zertifiziert und da findet sich dann hier auch ein Logo wieder. Das ist auf beiden Messern jeweils gleich mit dem Namen und hier dann mit den Bezeichnungen. Auch die Stahlbezeichnung findet sich hier dann noch einmal wieder. Und ja, diese schöne mattschwarze Beschichtung finde ich persönlich sehr, sehr toll. Was jetzt aber auch ganz wichtig zu erwähnen ist, manche denken sich jetzt, ja, die wie Küchenmesser und so packe ich mal eben in eine Spülmaschine. Meine Lieben, ganz, ganz schlecht. Also macht das bitte nicht. Die sind natürlich nicht Spülmaschinen geeignet. Aber wie jeder hoffentlich auch weiß, soll man ja die Messer sowieso nicht in die Spülmaschine tun. Ja, hier haben wir dann natürlich eine wundervolle Optik. Mir hat dieses Allzweckmesser sehr angetan. Und ja, hier haben wir keinen Jimping, aber ich finde, das muss auch nicht. Das fühlt sich schön an und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie abrutsche in die Klinge, wenn ich damit jetzt so schneiden würde. Hätte man hier vielleicht noch mehr ausprägen können, aber ich finde die Fingermulde hier wirklich schon sehr ausreichend. Und ja, die ist natürlich hier, also der Griff ist ergonomisch angepasst. Dann haben wir hier natürlich zwei Schräubchen. Beidseitig. Schön finde ich, dass die in Schwarz gewählt worden sind, nicht irgendwie noch eine andere Farbe hier reingebracht haben oder was. Also ganz toll. Dann haben wir hier natürlich auch eine Fangriemenöse. Ob ihr das jetzt letztendlich mit einem Lanyard verziert, müsst ihr euch dann überlegen. Und hier oberhalb Verarbeitung. Super schön. Ich habe hier nur ganz leicht so eine Kante. Ich muss mal gucken, ob das hier bei dem Hackbeil auch so ist. Ja, also man merkt schon, ganz, ganz leicht. Nicht dolle, aber wen das vielleicht stört, dann wisst ihr schon mal Bescheid, dass man hier leicht die Kanten von den Griffschalen spürt. Ja, aber ansonsten, Verarbeitung ist top. Ich bin das ja auch schon von den O-Knife-Messern so gewohnt. Und ja, das erstmal zu den Messern. Und dann haben wir ja hier natürlich noch eine Messerscheide. Und diesmal gleich für zwei Messer, so zwei in eins. Das hatte ich bisher auch noch nicht, so eine zweiteilige Messerscheide. Was sagt ihr denn dazu? Findet ihr, dass das gut gelöst ist oder hättet ihr eher lieber zwei Messerscheiden, also jeweils eine für das Messer? Ich finde, das ist eine super Alternative. Gerade weil man ja doch mal zwei Messer braucht in der Küche. Das ist einfach so. Man hat hier oft immer so ein kleines Schälmesser, auch so für Kartoffeln oder Tomaten und so ein Krams. Und dann halt ein größeres, um dann halt andere Sachen zu schneiden, wie auch Möhrchen oder so, wo man ein bisschen mehr Kraft braucht. Oder Fleisch, vielleicht auch Fisch, je nachdem, was ihr natürlich esst. Und ja, da finde ich hier so eine zweiteilige Messerscheide für unterwegs ganz gut, weil dann hat man beides zusammen. Ist natürlich alles Geschmackssache. Was ich aber schön finde, ist, dass die in Schwarz gewählt worden ist.
Nähte und so super verarbeitet. Hier haben wir dann noch eine Druckknopfschlaufe und hier dann noch Ormake schön eingeprägt. Ja, sieht wirklich toll aus, wie ich finde. Dazu wurde dann die Gürtelschlaufe hier genietet. Und ich werde die Schlaufe gleich auch einmal messen, damit ihr genau Bescheid wisst, wie groß die denn ist, weil ich ja eben schon so gedacht habe, 3-4 Zentimeter bestimmt. Schauen wir uns gleich an. Ich habe das Maßband auch schon hier liegen und ja, ansonsten sehr, sehr schön verarbeitet. So, dann stelle ich die mal aufrecht hier hin und dann hole ich jetzt einmal das Maßband. So, das Maßband habe ich jetzt mal hier angelegt und da seht ihr, also höchstens 4 cm dürfte euer Gürtel lang sein. Und das ist ja auch immer wichtig zu wissen, gerade wenn man unterwegs ist und dieses Messerset dann dabei hat. Also wichtig, höchstens 4 cm an Gürtelbreite. Ja, meine Lieben, ihr wisst nun um die ganzen Details Bescheid. Und was kommt jetzt? Was kommt jetzt, meine Lieben? Ja, der ultimative Papierschneidetest. Ich habe nämlich schon Papier mitgebracht und da werde ich jetzt mal ein Paper holen und dann testen wir als erstes mal dieses Hacki. Und ja, dann gucken wir mal, wie sich das so macht. So, Papier habe ich hier, das Hackebeil haben wir hier und jetzt bin ich wirklich gespannt. Ist das bitte? Wow, geil! Oh, Leute, mega! Also, so ein scharfes Messer habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Aber das liegt natürlich auch an diesem mega tollen Schärfegrad. Ja, das ist ja unfassbar geil. Ja, und ich meine, das muss es, der Wind, das muss es auch sein. Schaut euch das mal an, wie geil! Ist das bitte? Das macht so Spaß. Da muss man schon in der Küche wirklich übelst aufpassen, ja, dass einem da nichts passiert. So, das wieder weg. Und jetzt probieren wir das Allzweckmesser. Was sagt ihr? Ist das genauso scharf oder nicht? Ich bin gespannt, aber ich hole jetzt mal ein Papier und dann schauen wir mal. Das Papier ist hier, das Allzweckmesser ist hier und jetzt geht's los. Was sagt ihr? Ist es so scharf? Ich denke schon. Boah, das ist wirklich krass. Genau dasselbe, meine Lieben, genau dasselbe. Wie geil ist das denn? Und zack, 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 zack. Da kommt man sich fast schon vor, als hätte man Samurai in der Hand, ne? Boah, mega geil, meine Lieben. Also so viel zu dem Papierschneidetest. Ja, nun wisst ihr, wie scharf diese zwei Schätzchen sind und ich bin wirklich begeistert. Und das müssen die natürlich auch sein, wenn ihr damit Outdoor was schneiden möchtet, euer Essen zubereiten möchtet, soll das ja nicht noch in Aufregung arten, dass ihr dann sagt, oh Mist, das Messer ist jetzt nicht scharf oder irgendwie was. Also hier ultra scharf ab Werk und das ist wirklich klasse. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich sagen, kriegt ihr noch einen kleinen Knife Porn. Ich wünsche euch da jetzt ganz, ganz viel Spaß bei und sage bis gleich. Ich hoffe, der Porn hat euch gefallen und nun sind wir wieder back hier. Einmal nochmal zusammengefasst, ein Hackbeil, ein Allzweckmesser mit einem super tollen Schärfegrad, wie ich ja auch eben bereits gesagt habe, Ultra-Rasiermesser scharf.
Und wir haben hier eine wunderschöne matt-schwarze Titanbeschichtung bei beiden Messern. Die sind zweifach geschraubt, jeweils beidseitig natürlich. Einen wunderschönen olivschwarzen G10-Griff bei beiden mit super Grip. Wir haben hier bei dem Hackbeil oberhalb noch ein Jimping. Das haben wir hier bei dem kleinen Allzweckmesser nicht. Aber diese beiden Messer hier, da steht auch noch mal drauf, sind NSF zertifiziert. Und wir haben hier natürlich eine Optik als Küchenmesser. Übelst geil. Einfach geil. Und mit dabei natürlich diese wunderschöne Ledermesserscheide, die ihr optimal draußen nutzen könnt. So habt ihr beide Messer immer dabei und das finde ich wirklich schön, denn ja, man hat ja meist immer was Kleines und dann etwas Größeres zu schneiden, vor allem wenn ihr auch irgendwie ein Steak zubereiten möchtet. Und ja, das meine ich nämlich, das Hackbeil ist nämlich so scharf, da muss man wirklich aufpassen, dass hier an der Messerscheide nichts passiert. Ja, aber farblich abgestimmt, wirklich super. Auf dieser Lederscheide ist wirklich sonst gar nichts zu bemängeln oder ja, nicht schön verarbeitet. Hier auch die Ränder, super, super schön. Dann haben wir hier eine Druckknopfschlaufe, wie ich ja schon gesagt habe. Hier eine Gürtelschlaufe und die Messer selbst haben hier Fangriemenösen. Da könnt ihr ein Lanyard befestigen und. Also super cool, oder? So, jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Wäre das etwas für euch, optisch oder funktionell natürlich? Werdet ihr euch das zulegen? Habt ihr das inzwischen vielleicht schon und habt die O-Buy-Seite schon abgecheckt? Dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und wenn ihr sagt, das ist nichts für euch, ist das auch vollkommen in Ordnung, meine Lieben. Dann wartet einfach auf mein nächstes Video. Vielleicht gibt es da ja wieder was Interessantes für euch. Ansonsten für alle diejenigen, die sich das gerne kaufen möchten, nutzt meinen Link Divi10 und schaut unbedingt bei dieser Sale-Aktion jetzt im O-Buy-Shop vorbei. Link unten in der Infobox und hier nochmal die Homepage für euch. So, das war's für euch heute, Leute. Ich hoffe natürlich, dass es euch ganz, ganz viel Spaß gemacht hat, mir zugeschaut zu haben. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Endlich mal wieder was Scharfes. Ich habe die Messerschätzchen schon vermisst, aber ihr wisst ja, bei mir gibt es immer Abwechslung. Mal das, mal das. Und nun wünsche ich euch einen wunderschönen Tag mit, ja, hoffentlich ganz, ganz viel Sonne. Ihr seht, hier kommt sie schon ein bisschen durch. Mal sehen, wie sich das noch im Laufe des Tages so gestaltet. Und ja, ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr mir den Daumen nach oben da lasst oder auch ein Abo. Und wenn ihr dann anschließend dieses Mini-Mini-Glöckchen aktiviert. Ja, dann verpasst ihr natürlich auch nichts mehr. Und wir sehen uns ganz bald wieder mit was. Bleibt wie immer eine Überraschung, meine Lieben. Ich freue mich schon und ja, habt noch einen super schönen Tag. Also, macht's gut. Ciao!